Our next speaker got hit by a car. Really unsere nächste Sprecherin ist von einem Auto angefahren worden. Anything. Und sie hat überhaupt nichts machen können für etwa ein halbes Jahr. Und was machst du, wenn du keine Bücher mehr zu lesen hast und keine Spiele mehr zu spielen hast? Nun, wenn du schon ein Doktor in Fertigung bist, dann überlegst du dir, was kannst du daheim machen? Was man daheim machen kann, ohne viel Werkzeug, ist in Elektronik einzusteigen. Elektronik kann funktionell sein, kann aber auch sehr schön sein. Dann schauen wir an die schöne Seite der Elektronik mit unserer exzellenten Sprecherin Emily Hammes. Hammes. So yeah, so I'm going to talk to you guys about artistic PCB design and fabrication. Ich werde mit euch über artistische Platinenherstellung reden. Ich bin Bioingenieur und Fertigungsingenieur. Bin kein Elektroingenieur. Bin keine Programmiererin. Ich hatte in 16 Jahren Universität einen Programmierklasse und zwei Elektronikkurse. Meine erste Platine, die ich je entworfen habe, war während meiner Doktorarbeit in Fertigung. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich gemacht habe. Ich habe das alles in SolidWorks entworfen. Das eine mechanische Software ist. Und ich habe also Schichten dazu getan, die das Kupfer repräsentieren. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das in ein Pfeil umwandeln, dass Elektroniker verwenden können. Der Zweck dieser Platine war, in dieser Spalte, die für Flüssiggaschromatographie gedacht ist, also die Platine war dazu da, um die Flüssigkeit abzudichten, ohne Giftgas rauszuhalten, weil die Kollegen haben etwas gebaut, was dieses Gift flüssigkeitsempfindlich war und dieses Giftgas behalten musste. Musste ein Energie ohne Energie etwas bauen, was das abgepuffert hat. Und ich habe da mich inspirieren lassen von einem Badewandstöpsel. Da ist ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor in der Mitte und dann Schlitze, dass die Luft durch kann. Und das war, wie Löcher in Platinen angefangen hat. Und Löcher in Platinen ist nicht unbedingt für so eine Firma. Und als sich das der École Fédérale in Polytechnique in Lausanne gezeigt haben, waren die nicht glücklich damit. Und dann habe ich entschieden, weil ich mit meinem damaligen Ehemann zusammen gelebt habe, der hat eine Embedded Systems Firma. Und daheim gibt es einen Stapel Oszilloskope und viele Löteisen. Und ich hatte keine Ahnung, wie man damit umgeht. Aber du machst was viel cooler ist, als Bücher zu lesen. Also habe ich einfache Dinge angefangen. Und dann bin ich in schwierige Dinge reingekommen. Auf der linken Seite sind Platinen, die an die Fensterscheibe geklebt sind. Und es gibt online, wie die hergestellt wurden. Und rechts ist, wie sie im Dunkeln aussehen. Man sieht, dass das blinkt und es sieht aus wie so ein Kirchenfenster. Das ist meine neueste Platine, das ist ein Weihnachtsbaum. Das ist dreidimensional. Ist also die Libelle und der Weihnachtsbaum haben das gleiche Schaltbild. Mechanisch sind sie aber sehr verschieden, elektrisch gleich. Das ist also mein Background in den Platinen, die ich tatsächlich baue.
Okay, also in diesem Talk werde ich darüber sprechen, wie ich arbeite. Es geht nicht um die ganzen Softwareprodukte, die ich benutze. Ich werde sie nennen, sie sind frei, meistens. Es gibt natürlich auch welche, die man bezahlen muss, aber dann kann man das machen, wenn man für eine Firma arbeitet. Aber hier ist es keine Intro, wie man diese Softwareprodukte benutzt. Es ist eine Einladung darum, wie man die Sachen zusammen verbindet, denn das ist, was ich getan habe. Also, was wir eigentlich machen, ist mechanischen Design, das wir mit elektrischem Design verbinden. Also, es geht irgendwie um die Zusammenarbeit zwischen CAD-Software, die Maschinenbauer benutzen, und PCB-Software, die Elektroingenieure benutzen. Es geht also nicht darum, eine bestimmte Software zu benutzen. Okay, das Erste, über das ich nachdenken musste, wenn ich so eine Platine designe, ist, was sind die Regeln, die die Fabrik an mich stellt, die ich befolgen muss, damit mein Gerber-File, das finale elektrische Design, für die Fabrik umsetzbar ist. Und die grüne Schaltplatine sieht aus, wie es dann im KiCad aussieht, und das lilane sieht aus, wie die Fabs das produzieren, weil sie das nicht, die meisten werden keine internen Löcher machen. Es gibt vielleicht Leute, Fabriken, die das machen, dann musst du aber wahrscheinlich anrufen und mit einer echten Person sprechen und fragen, ob sie das wirklich so machen, wie du es möchtest. Ihre Software identifiziert nämlich normalerweise nicht das Routing für Sie, wenn Sie das bauen und bohren. Die andere Sache, die ich bedenken muss, ist, wie sind die Designregeln von VCAD? Wenn man hier dieses Beispielherz anschaut, das ist ein sehr kleines Herz. Ich kann also mehr als ein Herz auf ein Board bauen und dann kann ich die auseinanderbrechen und dann habe ich 4 für den Preis von einem. Das ist also billiger für mich, weil die Fab natürlich pro Platine bezahlt. Aber ich muss natürlich das Brechen vorbereiten und dazu benutzt man V-Cuts. Also sie nehmen sozusagen ein Messer und dann läuft die Platine über dieses Messer und dann ist ein kleiner Schnitt meistens auf beiden Seiten der Platine zu sehen. Um das aber zu tun, muss man einen flachen Untergrund haben. Ich zeige den Pointer auf dem roten Schaltkreis mit den 4 Herzen. Die haben keine Möglichkeit, die gelbe Linie zu machen. Denn ohne diese kleinen Ecken gibt es keine glatte Oberfläche, die sie zur Orientierung benutzen können. Ich habe also eine E-Mail von der Fab bekommen, wir können das nicht so bauen, wie du das wolltest. Wir müssen Teile daran machen, die flach sind, damit wir das bauen können. Deswegen habe ich dieses Dreieck da oben dahin gebaut. Ich hatte also diese Fläche, um es glatt zu machen. Wenn du das nicht beim Design bedenkst, dann funktioniert es vielleicht nicht. Also dann, um dieses Extra-Teil entfernbar zu machen, musste ich diese kleinen Löcher, diese Mäusebiss-Löcher machen, die in der Schweiz werden sie so genannt. Und wenn man da reinzoomt, dann sieht man da diese kleinen Löcher da, die diese Platine an diesem Punkt sehr schwächen, dass man das dann einfach wegbrechen kann. Und so sehen die beim Weihnachtsbaum aus, um die Zweige abzubrechen. Das andere, woran man denken muss, ist, dass man Dinge nicht unendlich dünn machen muss. Man muss die Drähte irgendwo nehmen und man muss die Komponenten irgendwo hinlöten. Man muss sich dann also überlegen, wie schmal die Drähte, die Leitungen, Leiterbahnen sein können und welchen Abstand die von der Kante haben müssen, von der Platine. Und das ist also der Weihnachtsbaum, den ich gemacht habe. Es ist nicht das Spiegelbild hier, das linke von rechten, sondern es ist das rotierte Bild. Also wie wenn man einen Pfannkuchen umdreht. Das eine ist die Rückseite, das andere ist die Vorderseite von dieser zweiseitigen Platine. Und wenn man da reinzoomt in die Mitte, dann sieht man da die Rückseite links und die jeweils die Rückseiten von den anderen.
Und da in dieser Stelle ist das wirklich eng mit den Leiterbahnen. Und da muss man sich dann überlegen, wie viele Leiterbahnen erwarte ich und muss das so entwerfen, dass das alles am Ende zusammenpasst. Und manchmal muss man dann Dinge nochmal neu entwerfen, weil es gibt dann mehr Leitungen, als man ursprünglich erwartet hat. Und es gibt auch mechanische Eigenschaften. Platinen kommen in verschiedenen Dicken. Also während der Doktorarbeit habe ich eine sehr dünne Platine gebraucht, weil das die Spezifikationen waren also sehr eng. Das musste alles sehr klein sein, dass das alles herstellbar war. In diesem Fall war die Platine sehr stabil, wenn sie erst einmal im Stapel drin waren. Und weil das in der ganzen EU geliefert worden ist, waren diese Platinen nicht sehr stabil. Die wurden gebogen und gebrochen und das hat die Fab dann noch glücklicher gemacht mit euch, weil dann müssen wir das nochmal neu bauen. Man muss also über die Herstellbarkeit denken. Kann man das biegen, wenn das erstmal eingebaut ist? Und wenn das biegbar ist, dann hält das nicht so lange. You also just need to think about the tolerances. Muss auch über die Toleranzen denken. Und das ist vieles online. Löcher und Pinheader. Pinheaders were a really good tight fit. They basically stuck them in and they were pretty. Pinheader, die man da einbauen kann. And then I ordered more. Und die waren also beim Prototypen gut. Und dann habe ich den ganzen Stapel Platinen bestellt und dann hat es nicht mehr gepasst. Man muss also immer für etwas Toleranz einplanen für die Herstellung und dann eher ein größeres Loch machen und das mit Lötzinn wieder füllen als ein zu kleines Loch, das erstmal perfekt passt, aber dann mit Toleranz nicht mehr. Außerdem machen Leiterbahnen in der Nähe vom Platinenrand auch ein Problem, weil wenn die Werkzeuge perfekt ausgerichtet sind, dann geht das. Aber wenn man da die Leiterbahn etwas vom Rand weglässt, dann kriegt man bessere Margen, also kommen mehr zurück. Weil die Fab hat eine schwere Zeit, wenn die enge Toleranzen einhalten muss. In der ersten Version von dieser Libelle hatte ich manchmal Probleme mit dieser Ecke da. Das sieht man jetzt hier eingezoomt. Da hatten sie Schwierigkeiten mit dem Werkzeug, weil sie da eine Fräse benutzt haben für die ganze Platine und dann mussten sie mit einem kleineren Werkzeug da in diese Ecke da reingehen. Das war schwierig. Und beim Christbaum ist da eben das ein bisschen ausgefüllt, diese Ecke. Da habe ich jetzt einen Füllsel eingebaut, das den Radius von dem Werkzeug hat, dass das leichter herzustellen ist. Jetzt habt ihr so einen kleinen Hintergrund über die ganzen Sachen, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man das versucht herzustellen oder fertigen zu lassen. Jetzt kommen wir zu meinem Arbeitsfluss, also meinen Schritten. Das Erste, was ich tue, ist, ich nehme einen Zettel und ein Papier und dann zeichne ich einfach drauf los, wie ich glaube, dass es ausschauen wird. Es ist so viel schneller, wenn man das auf Papier macht, als wenn man das mit CAD macht, mit konkret exakten Dimensionen und so, auch wenn ich nicht gut malen kann. Anschließend mache ich eine schematische Zeichnung mit KiCad. Das ist, da kann man also die Bauteile auswählen. Ich brauche einen Widerstand, eine Kapazität und kann sie in die Zeichnung packen. Dann suche ich aus, welche konkreten Komponenten ich benötige. Ich brauche eine Kapazität, die so breit ist und so hoch ist und dann entstelle ich ein CAD-Modell. Das computerunterstützte Designmodell ist das, was die Maschinenbauer benutzen würden. Und dann baue ich den Umriss der Platine. Dann anschließend importiere ich das Modell und
So that's actually the end of where the milling tool will go during the manufacturing process. And then I platziere ich die Komponenten, wo sie wo ich sie haben möchte. Und dann route ich die Leiterbahnen, wo sie sein müssen. Und dann mache ich Panels aus den Platinen, also mehrere Platinen auf einer Herstellungsplatine. Und dann, falls ich es brauche, dann muss ich diese Breakouts, diese V-Linien hinzufügen, damit sie da diese Schnitte machen können. Das ist, wie ich das zeichne auf Papier, wie der Weihnachtsbaum aussehen soll. Was ich gemacht habe, ist, als ich angefangen habe ich Dreiecke gemalt in der Größe, die ich sie haben wollte. Und das ist 10 cm groß. Jedes dieser kleinen Dreiecke ist 5 cm. Dann habe ich das gezeichnet, weil ich das 3 mm groß haben wollte. Weil ich habe das so viel mit LEDs gespielt, dass ich, also wenn das kleiner als 3 mm ist, dann muss ich sehr viele Drähte da reinquetschen. Meine ganzen Komponenten passen auf diese 3 mm breiten Bahnen, außer dem Mikrocontroller. Der muss 3 cm groß sein. Oh, 3 cm war das alles groß. Ja. Ups. Jetzt muss 3 mm breit sein. Okay, Amerikanerin, denkt in Inches. Also dann überlege ich mir, was das elektrisch tun soll. Soll das blinkende Lichter haben? Soll das einen Motor haben? Ist das zweidimensional oder dreidimensional? Wenn das dreidimensional ist, wie kriege ich Masse und 5 Volt von einer Platine zur anderen? Brauche ich irgendwelche Signale, die ich senden muss, also von einer Platine zur nächsten? Die Zweige von dem Weihnachtsbaum müssen deshalb alle Signale von dem Mikrocontroller kriegen, oder macht man einen separaten Mikrocontroller auf jedem Zweig? Und das ist also der Schaltplan. Das ist der Schaltplan für das Herz, die Libelle und für den Weihnachtsbaum. Und da gehe ich rein und ich nehme den handgemalten Sketch, dann brauche ich einen Kondensator zwischen 5 Volt und Ground und den Mikrocontroller dann, 5 Volt und Masse, und dann muss ich mit dem Mikrocontroller den LEDs sagen, was sie machen sollen, und dann brauche ich Widerstände. Und dann tue ich die alle so zusammen, wie sie dann funktionieren. Und wenn ich dann durchgehe durch den Schaltplan und bei einem Distributor schaue, dann wähle ich die Komponenten aus. Das ist ein 0603 Kondensator von DigiKey. Und das ist ein ATtiny. Das sind Widerstände. Das ist die LED und so weiter. Jetzt habe ich eine physikalische Idee, wie groß diese Teile sind und sein müssen. Und dann mache ich also die Footprints von den, wie diese Teile aufgelötet werden mit den Pads. Die Pads müssen größer sein als die Komponenten selber. Das ist der Footprint. Da muss ich herausfinden, wie groß die sein müssen. Wenn es also exakt passt für den Widerstand, dann passt es nicht exakt für die Pads. Die müssen nämlich größer sein. Ich muss nämlich an die Pads denken, wenn ich die Größe mir überlege. Manchmal entwerfe ich neue Footprints. Anstatt, da möchte ich den Widerstand vielleicht aussehen, dass der auf einen Weihnachtsbaum passt, dass er aussieht wie Ornamente und nicht, also dann muss diese Silkscreen, also das die Schrift muss dann anders aussehen, zum Beispiel. Anschließend machen wir weiter und dann bauen wir das CAD-Modell. Also mit Fusion 360, der Software oder anderer Software eurer Wahl, fange ich an, diese Dinge zu zeichnen. Also hier wieder die 3 mm. Und das ist dann, wo am Ende der Mikrocontroller sein wird, in der mittleren Zeichnung unten links. Das ist die einzige Stelle, wo es groß genug ist, den hinzupassen. Und bei der Libelle ist es in der Mitte, wo die Flügel zusammenkommen. Und bei, also je nach Schaltplan suche ich eben den passenden Ort dafür.
Hier ist eine Schneeflocke, über die wir schon gesprochen hatten. Das ist eine der ersten Platinen. Ich habe die Komponenten zusammengestellt und dann habe ich geguckt, okay, das ergibt Sinn, das sieht gut aus. Ich habe hier jetzt nicht eine Rückseite fotografiert und dann habe ich diese Komponenten modelliert und ihr seht hier, das passt ganz schön knapp dahin. Wenn man dann also ein CAD-Modell hat, mit dem man zufrieden ist, dann kommt ein seltsamer Schritt dazwischen, für den ich viel gesucht habe. Aber wenn man jetzt also mit 3D-Software arbeitet und dann mit Maschinen arbeitet, die das benutzen, dann exportiere ich das meistens als DXF, aber das hat viele Formate, denn es ist im Wesentlichen nur ein 2D-Dimensionszeichnung. Okay, wenn ich das dann habe, dann öffne ich es in einem anderen Software. Also Fusion 360 hat keine Dateiformate, die KeyCard öffnen kann. Deswegen diese Export-Variante. Was ich am Anfang passiert ist, ist nur die geraden Linien sind aufgetaucht und die komplizierten Kurven sind einfach nicht aufgetaucht als Kanten, Schnittkanten. Und wenn ich die dann alle habe auf meinem Board, dann fange ich an, das Board tatsächlich zu designen. Ich importiere alle LEDs und alle Sachen aus dem Schaltplan und dann platziere ich sie auf dem Baum dort, wo ich auf der Platine, wo ich möchte. Und in manchen Stellen möchte es sehr speziell sein, wo die LEDs zum Beispiel sein sollen, zum Beispiel beim Weihnachtsbaum. Und manchmal schneide ich auch die LEDs quasi aus dem Board raus und entferne das später aus der Software, damit ich genau weiß, wo die LED sein soll. Okay, und dann kommt die Software fürs Routing dazu. Und meistens kommt da irgendwie so 45 Grad oder 30 Grad Winkel bei den Leiterbahnen raus. Und deswegen mache ich das häufig von Hand. Das ist ein anderes Kit, was ich gebaut habe. Ich wollte, dass das Routen der Kabel etwas eine Herzform macht. Deswegen habe ich es von Hand geroutet. Die andere Option ist, man kann es natürlich auch von Hand machen. Dann macht man auch wahrscheinlich wenige richtig dumme Fehler. Autorouter wissen, wo die Komponenten sind, aber denen ist relativ egal, was über alles das, was du im Physik lernen würde. Die machen im Zweifel auch einfach eine richtig lange Leitung von einem Kondensator zum Mikrocontroller, aber du möchtest, dass diese Leitung sehr, sehr kurz ist, denn es sollte ja quasi Spannungsschwankungen puffern. Die Menge an Energie, die der Mikrocontroller abbekommt von der Spannungsversorgung, soll gepuffert werden, weil zum Beispiel mehr LEDs mehr Energie verbrauchen. Wenn man es von Hand macht, ist es oft besser, aber bei manchen von meinen Designs, wie zum Beispiel dem Weihnachtsbaum, ist das einfach nicht möglich, weil das ist einfach kein Winkel, den KiCad machen kann. Da habe ich dann das File exportiert, das die ganzen Komponenten drauf hat, die an der richtigen Stelle gemacht werden und die Kanten. Und dann habe ich also krummen geschwungene Linien gemacht und viele Autorouter haben überhaupt nicht die Möglichkeit, mit großen Löchern in den Platinen zu arbeiten. Das funktioniert auch nicht. Es gibt ein Skript auf meiner GitHub-Seite. Das ist noch nicht da, aber das wird am Ende vom Kongress da draufgetan. Dieses Skript. Und wenn das jetzt gemacht ist, dann muss ich dumme elektrische Fehler korrigieren. Manchmal gibt es Komponenten, die nahe bei anderen Komponenten sind und die Drähte müssen sehr, sehr kurz sein und das muss man dann von Hand justieren. An dem Punkt ist man dann fertig, es sei denn, man möchte das panelisen, also man möchte mehrere von diesen Weihnachtsbäumen auf einer Fertigungsplatine haben, also zum Beispiel jetzt vier hier, um das gut in Panels zu machen.
weil das im Wesentlichen ein Dreieck ist und man muss wissen, wie hoch und breit das ist. Und in meiner Vorstellung waren das 5x5 Zentimeter, weil ich da eine Ecke abgeschnitten habe, waren das weniger als 5x5. Und dann habe ich eine Markierungskante genommen, was der Hersteller nicht für irgendwas verwendet. Und dann habe ich diese Linie dazu erweitert, bis dahin, wo sie hingehen sollte. Und dann konnte ich das drehen und umdrehen, damit es dann mit dem Pattern gepasst hat. Und dann musste ich also noch überschüssige und doppelte Linien eliminieren. Mit den blauen Pfeilen gibt es dann diese Linien, die unnötig sind. Und die würden sich berühren und ich musste die entfernen in der endgültigen finalisierten Version. Und dann gab es also diese Mäusebisse, also diese kleinen Löcher. Die musste ich also entweder mit Kreisen ersetzen oder schließen. Der nächste Schritt ist, wenn man panelisiert, ist, man muss für den Herstellungsprozess dann also diese Abbrechstücke machen, weil diese geraden Ecken gebraucht wurden für diese V-Cuts. Und also das war das Ende vom Talk. Ich bin offen für Fragen. Wenn du online bist und das später siehst, dann könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal angucken. Da mache ich Videos, beruhend auf den Kommentaren. Und wenn ihr wissen wollt, wie man löten lernt, dann geht zur Hardware Hacking Area, weil man das dort lernen kann. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag und natürlich ein runder Applaus. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, hier sind die Mikrofone. In der Halle dann bitte einfach zu den Mikrofonen hinkommen und die Fragen stellen. Gibt es hier irgendwelche Fragen? Auch wenn es früh ist? Center front microphone, please. So let's see if this works. Sounds good. So I'm also very fascinated of the idea of Charlie Plex circuits, and I'm wondering. Ich bin auch sehr neugierig über die Möglichkeiten von diesen Platinen. Und gibt es das auch zu kaufen als Kit? Ja, die gibt es alle hier zu kaufen in der Hardware Area. Alles auf meiner Website, auch das, was nicht auf Tindy zu kaufen ist, habe ich hier als Kit dabei. Yeah, hi. Why didn't you use the PCB layout software to create the outline? Warum hast du das Schema nicht komplett in der PCB-Software gemacht? Weil die PCB-Software keine Kurven erlaubt. PCB-Software ist meistens für gerade Linien oder komplette Kreise gedacht. Wenn man etwas kompliziertere Formen haben will, dann ist das sehr viel schwieriger. Und die meiste Standard-Herstellungssoftware sind dafür designt, dass man das parametrisiert, also nahtlos vergrößern und verkleinern kann. Ich habe also da feste Zahlen eingesetzt und gesagt in der CAD-Software, dass es 3 mm sein soll. Und wenn ich das jetzt in der Zukunft ändern will, dann setze ich da einfach eine 4 ein und das wird automatisch alles angepasst. Es klingt jetzt erstmal komplizierter, aber es ist im Endeffekt schneller. Hi, I'm absolutely newbie, so, ich bin komplett neu zu diesem Thema. If you prefer Eagle, as well. Ich wollte nur fragen, ob du auch Eagle benutzt? Die Antwort ist, ich habe es selber noch nie benutzt und es gibt dafür zwei Gründe. Erstens, es ist nur für kleinere Platinen gratis und ich bin gerade auch arbeitslos und habe kein Geld dafür, wenn ich jetzt was Größeres machen möchte. Und mein Ehemann, mit dem ich zusammenlebe, der benutzt KiCad in seiner Firma und wenn ich irgendeine Frage habe, dann kann er mir damit auch helfen. Und das ist einfach ja, viel einfacher, weil er auch bei mir zu Hause lebt und ich kann ihn einfach fragen. Und das ist auch professionelle Software.
Ich habe auch gerade angefangen, als Eagle von Open Source zu privatisiert bei Autodesk überging. Danke für diesen interessanten Talk. Ich wusste was über Platinherstellung, aber mit dem Artist. Wenn ich also Versionskontrolle benutzen möchte, wie geht das mit anderen File-Formaten als KiCad? So, with, most mit den meisten mechanischen mechanischen CAD-Software funktioniert, gibt es auch Versionskontrolle. Also mit Fusion 360 speichert das jedes Mal eine andere Version 1, 2 oder 3 ab. Es ist also nicht GitHub, aber man kann zurückverfolgen, was und das. It automatically actually does it. Every time you, jedes Mal, wenn man speichert, wird eine neue Version angehängt. Das ist auch ein Problem in der industriellen Produktion mit mechanischen Entwürfen. Wenn viele Leute zum Beispiel eine Sonde stabil machen müssen, dann müssen sie auch mit Versionskontrolle arbeiten. Und beim Übergang von Eagle nach KiCad. Mit KiCad mache ich nicht so viel Versionskontrolle. Da ist jemand im T-Shirt, der ist der Experte da drin. Das ist derjenige, den ich die ganzen harten Fragen, stelle. Ist wahrscheinlich der Ehemann. Eine Frage? Hallo? Nicht eine Frage, nur eine Ermunterung. Es gibt einen KiCad-Anfänger-Workshop am Freitag um 9 abends, nur für die, die interessiert sind. Vielleicht kommst du da auch. To the usual PCB interested person, how would you recommend für die übliche Person, die in der Platinenherstellung interessiert ist, wie kriegt man eine Fab, eine Firma, die das macht? Wenn man nur ein paar Quadrat machen will, dann funktioniert jede Firma. Aber für den Weihnachtsbaum habe ich das 3 verschiedenen Fabs geschickt und bei einer hatte ich einen Kontakt. Das hat funktioniert, aber mit dem lila Bild, das ist von Oshpark, und die haben gesagt, also mit internen Löchern können die nichts anfangen. Also Oshpark kann das nicht. Also du musst einfach die Leute kontaktieren, sie e-mailen, wenn es irgendwas Komisches ist, ob die das machen können. Die meisten Firmen, die ein PCB-Fab haben, die möchten Geld und die arbeiten für Geld. Nächste Frage. Ganz spezifisch zu dem Talk. Das DXF-Format, das Fusion ausgibt, ist nicht lesbar. Das DXF ist nicht direkt lesbar von KiCad. Welche Software benutzt du zum Konvertieren? This slide. So that's how it's spelled. Das ist okay, das Programm heißt DraftSight, das ist das DXF von Fusion 360 nach KiCad konvertiert. Es gibt also alle möglichen Formate, in denen man das abspeichern kann. Also wenn ich das in der Industrie gearbeitet habe, musste man das alles im richtigen Format abspeichern. Wenn ich viele Leute suche, die KiCad schon können, wo würde ich das suchen? Und wahrscheinlich im Workshop? Also wenn ich Leute suche, die KiCad wirklich schon benutzen können, gibt es da im Internet irgendein Forum oder irgendeine Anlaufstelle für die? Laut Publikum soll es auf IRC, wahrscheinlich auf Freenet, einen IRC-Channel geben dafür. Also ich selber habe da
online eigentlich niemals Hilfe gesucht. Ich habe immer meinen Mann gefragt und der konnte mir mit allem helfen. Die nächste Frage aus dem Stream. Hi. Really just a comment. The internet would like to say they very much like your design. Das ist jetzt mehr ein Kommentar, dass die Designs gut ankommen. I just want to also mention KiCad, KiCon in April in Chicago is going to be the first conference for KiCad being organized by Chris Gammel. Und da wird demnächst die KiCon einfach eine Convention für KiCad stattfinden. Hi. Thanks for your talk. Danke für den Talk. Ich habe eine Frage auf diese Mäusebisse, also die Perforation. Drilling actually. So I just leave them as edge cuts, honestly. Ah, also gibt es dann spezielles Format für? Nein, sie lässt es einfach als Bohrlöcher. Thanks. Are there any more questions? Last call for questions. Letzter Aufruf für Fragen. Well, please give Emily Hammers a nice round of applause for her excellent talk. Yep. And if you're watching online, wenn man es online ansieht, also nicht hier auf dem Kongress ist, dann sind hier nochmal in den Slides die Gottesdienste.